und ich möchte eine kleine Episode hier vortragen, die mich besonders beeindruckt hat. Es sind die letzten Worte eines Vaters, der 2014 vor die Wahl gestellt wurde, entweder zu sterben oder zum Islam zu konvertieren. Seine letzten Worte waren: Ich bin als Jeside geboren und werde als Jeside sterben. Der Völkermord an den Jesiden 2014 war kein Einzelfall. Es war der 74. Genozid in der Geschichte der Jesiden. Leider wurde das Asylrecht in den letzten Jahren vollkommen pervertiert und ihre Verfolger genauso ins Land gelassen wie sie. Seit 2014 gab es über 5000 Hinweise auf Kriegsverbrecher unter den Asylbewerbern, aber nur in ein paar hundert Fällen wurde überhaupt ermittelt. Der Rest wurde von den Behörden schlicht ignoriert. Jesidinnen wurden massiv traumatisiert, als sie in Deutschland ihre Sklavenhändler oder Vergewaltiger des IS wieder getroffen haben. Auf dem Auge des radikalen Islam ist die Bundesregierung leider von 2014 bis heute vollkommen blind. Das führt dazu, dass auch in Deutschland schon mehrere Jesiden von Muslimen aus religiösen Gründen umgebracht wurden. Sie alle hier von der Linken bis zur CDU betreiben sogar aktiv Rassismus, um die dringend notwendige Debatte zu unterdrücken. Und Sie versuchen es ja jetzt auch schon wieder mit Zwischenrufen, diese Debatte zu unterdrücken. Wir müssen darüber reden, dass die Vorstellungen der Scharia nicht mit dem Grundgesetz kompatibel sind, wenn wir Minderheiten wie die Jesiden schützen wollen. Reden wir über die Täter, über muslimische Clans und über islamische Kriegsverbrecher, die fälschlicherweise im Rahmen des Asylrechts ins Land konnten, obwohl sie nicht Verfolgte, sondern Verfolger sind. Nein, schämen sollten Sie sich, insbesondere hier von den Grünen, denn Sie sind die Schlimmsten an der Stelle. Sie von den Grünen sind die verfassungsfeindlichste Partei im Deutschen Bundestag. Wir von der AfD erkennen diesen Völkermord als einen von 74 Völkermorden in der Geschichte der Jesiden an. Und ich verspreche Ihnen, wir werden uns dafür stark machen, dass es keinen 75. geben wird. Ich weise Sie darauf hin, dass auf der Tribüne Beifallskundgebungen nicht gestattet sind. Ich bitte Sie, davon abzusehen. Sonst wird die Tribüne geräumt werden müssen. So. Ja, wir werden das klären.